herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder auf der Rennstrecke in Oschersleben. Und wir haben einen alten Bekannten getroffen. Ihr kennt ihn noch nicht, aber Florian ist auf dem Weg. Florian kommt von Ferrari Moll, Messegelände. Und hat einen Ferrari mitgebracht, durch Zufall, hier auf der Rennstrecke. So, und wir haben die Ehre, dass wir damit mal fahren dürfen. Auf jeden Fall. Sag mal mit ein, zwei Wörtern nur kurz was zum Auto. F8 Tributo. Genau. 720 PS. Schönes, reines Sport-Car. Also wird dir Spaß machen. Sind die... sind die Autos für die Rennstrecke geeignet? Ja. Also ist es wirklich so, dass das auch die normalen Ferraris trotzdem für die Rennstrecke gedacht sind? Kann man auf jeden Fall mitfahren. Macht auf jeden Fall Spaß. Hast du auf jeden Fall auch eine sichere Nummer mit. Also da sind mega stabil. Mein Kollege ist eben auch schon 3 Runden gefahren. Der war noch nie hier, ist noch nie auf der Rennstrecke gefahren und war begeistert. Das ist eine sichere Nummer, das sehen wir dann. So, eine Frage, ist das Makrolon-Serie bei dir? Ja, das ist immer so. Weil ich weiß noch, bei den ersten Lambos war ja Makrolon immer so super legerer, aufpreispflichtig und so weiter. Das ist immer so, wie es ist. Ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass wir ein paar Runden drehen dürfen. Ja, klar. Das testen wir jetzt mal aus und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. Also ich muss wirklich sagen, innenraummäßig sind wir hier schon vorne damit dabei, ne? Ja, ist echt schön. Na, also ich muss wirklich sagen, das Lenkrad hier so mit den ganzen Einstellmöglichkeiten. Ja. Ja. Was drückt man wo, ist ja die Frage. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, Ferrari ist halt immer, die Pedals bleiben stehen und gehen nicht am Lenkrad mit, sondern wirklich links runter, rechts hoch. Ja, stimmt. Das kann ich auch gut sehen hier für dich, damit du immer hier ein bisschen auf dem Drehzahlmesser gucken kannst. Super, perfekt. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, los geht's. Du kennst die Strecke ja auch schon hier, ne? Ja, so ein bisschen. Also ich kenne sie gar nicht. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Also du bist die Strecke noch gar nicht gefahren? Nee, ich kenne sie gar nicht. Also ich habe nicht mal eine Übersicht von oben oder sowas. Also ich weiß echt gar nicht, was mich... Was also ich bin die Strecke auch nur einmal beim Grip-Dreh mit MyMini gefahren und einmal privat. Also bin jetzt auch absolut kein Oschersleben-Profi. Uns geht es jetzt eh viel mehr darum, wie fährt so ein Ferrari auf der Rennstrecke. Wir versuchen euch einfach so ein paar Emotionen rüberzubringen. Im Vergleich zum Abarth. So, ich meine 720 PS ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? So, man kann halt kaum rausgucken, damit geht's schon mal los. Dann hast du hier meine Kamera auch noch im Gesicht. Kommt nämlich auch direkt ein schnellerer von hinten. Den lassen wir mal hier durch. Also auf den ersten Metern erstaunlich leise. Einlenken, geil. Cool. So, ich kann dir erstmal die Strecke erklären. Also hier haben wir eine dreifach links. Die ist immer eklig zu fahren, weil sie macht gleich noch. Sie sind auch viel zu langsam. So, jetzt kommt eine langgezogene rechts. Ah, was schon mal geil ist, ist der Race-Modus. Merkst du, wie der runterschaltet? Das gefällt mir halt übel. So, jetzt Schikane. Boah, also was echt mega ist, was ich wirklich sagen muss, wie der einlenkt vorne. Also das kann ich schon echt gut sehen. So, und Vollgas. Was sagst du zur Leistung? Fühlt sich gut an. Also war jetzt gerade komplett reingetreten. Ja. Ja. Diese Schaltvorgänge mag ich halt, wenn man so unter Last die Gänge reinkloppt, ne? Ja. So, die macht nämlich hier übel zu. Und man denkt immer, hier kann man so schnell rum. Thank you.
sein, dass ich einfach noch doller reintreten muss. Okay, hier sind wir viel zu langsam. Komplett schlechte Linie. Kannst ruhig auch mal ein bisschen nach vorne fühlen, so ist es nicht. Ja, ja. Ich hab andere Probleme.
erstmal das Auto kalt, wie es sich gehört. Also ich muss sagen, ich bin jetzt im Anführungsstrichen Muschi-Modus gefahren, das heißt Race-Modus, da lässt er schon noch Regeln zu. Sehe ich immer, wenn es links blinkt, allerdings wirklich erst ganz, ganz, ganz spät. Also wirklich so auf der Bremse zum Beispiel, wenn ich einlenke, wenn er schon leicht mit dem Arsch kommt, dann fängt er erst an zu regeln. Das funktioniert sensationell gut. Was ich bei dem Auto sagen muss, hier funktioniert das Schaltgetriebe, also das Automatikgetriebe schaltet perfekt. Ich habe null selber geschaltet, bin wirklich nur auf die Kurven zugefahren, nur aufs Bremsen und Lenken konzentriert. Das ist wirklich sehr gut. Er neigt eher zum Untersteuern, merkt man hier so gerade in den engen Kurven. Leistung mit den 720 PS haut mich nicht ganz vom Hocker. Ja, habe ich jetzt auch so, weiß nicht, könnte ein bisschen mehr kicken. Genau. Sonst so aber vom Fahren her brutal. Man darf halt immer nicht vergessen, man sieht es auch, wie wir schwitzen, obwohl wir Klimaanlage anhaben. Da sind halt Autos, die sind schon wirklich schnell. Ja. So, das heißt, egal ob Fahrhilfe oder nicht, das ist schon, das funktioniert schon. So, also ich denke mal, wir hätten so ein bisschen Luft jetzt zum Ende hin ablassen müssen. Aber 5 Runden am Stück auf der Strecke, muss ich schon sagen, gar nicht so schlecht. Ist okay. Ja, also gleich mal angekommen sind, gucken wir mal, was zeitenmäßig so ging. Jetzt fahren wir gerade eine Runde kalt. Aber ich muss echt sagen, hat auf jeden Fall Bock gemacht. War eine Erfahrung. War geil. Ja. Hat mir persönlich mehr Spaß gemacht als neulich der 27S auf dem Pilzerberg. Definitiv. Ja, ja. Okay. Fährt. Der 27S ist weniger Auto, mehr Sportauto. Ja. Also der ist noch so ein bisschen knackiger und alles. Aber ich finde, das hier ist wirklich, hätte ich niemals gedacht, schon für einen Daily sind wir hier schon flott unterwegs. Ne? Ja. Das darf man wirklich. Ja, einfach Tributo Daily ist auch in Ordnung. So, also ich persönlich würde es mir jetzt definitiv nicht zutrauen, in der Geschwindigkeit mit ESP komplett auszufahren. Mhm. Also da braucht man wirklich noch mal ein paar Runden mehr, um das Auto wirklich ohne Moderation gezielter kennenzulernen. Ja. Aber so auf den ersten Metern hätte ich nicht gedacht, so einfach. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, wir reden jetzt ja hier erstmal noch von dem Basisauto. Ne? Ja. So, jetzt nimm mal irgendwie so ein 488 Pister oder so ein 458 Speziale oder 430 Scuderia. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Was extrem geil ist, egal wie, wo, was, wir hatten ja nie außer Kurve raus, dass er wegkommt. So, ne? Nee, also mehr beim einmal so ein bisschen grenzwertig, aber der kam nie so richtig auf hoch. Jeden Fall mehr beim Einlenken als definitiv mehr beim Einlenken als auf dem Gas halten. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Mal rauspellen aus der Bude hier. Der Laptimer leider nicht funktioniert, müssen wir im Video gucken. Ja, schade. Okay. Kriegst auch nicht hin ohne den Halter. Also wir müssen unbedingt immer direkt den Handyhalter mitnehmen, ja. Weil das Handy kann das so zwischen den Beinen. Ja. Tank leer. Nee. Doch, aber so richtig leer. So dass ich auch Angst hatte, noch eine Runde zu fahren. Ach echt? Ja. So, pass auf, wir gucken mal. Aber Bremse sieht auf jeden Fall noch gut aus. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass die schon zu heiß geworden war. Und Reifen, ja. Haben wir nochmal gut angefahren. Es ist warm, sagst du, hat Temperatur. Ja, geiles Auto. Das waren ein paar Runden F8 Tributo in Oschersleben. Vielen Dank nochmal an Florian und Ferrari Moll. Ultra geil. Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt nicht der Vollrennfahrer. Aber ich merke immer, je mehr Autos man fährt, je mehr Erfahrung bekommt man einfach. Und ich muss wirklich sagen, bei dem Ferrari, das war schon echt geil. Also geil im Sinne von, das funktioniert schon gut. Ich denke, der Reifen kommt relativ schnell an seine Grenzen, weil das ist halt nur ein normaler Pirelli. Aber unterm Strich für die paar 10 Runden würde ich schon sagen, das war eins der geileren Autos, die man hier definitiv bewegen kann. Was immer wieder erschreckend ist, wie anstrengend das Fahren dann doch ist. Also ich sag mal, bis zu einem gewissen Level, ich sag jetzt mal, wenn du einen Golf GTI fährst, ist das alles noch nicht anstrengend. Wenn es dann aber irgendwie so in Richtung... Jawohl. Wenn es dann so
in Richtung 1 bis 1,5G geht gerade in der Bremse und in Kurven. Das ist schon richtig. Also da muss man körperlich schon fit sein. Also Chapeau an die ganzen Rennfahrer. Das ist dann eben doch schon ein bisschen mehr als nur im Kreisfahren. Ne? Weil man halt auch von Reaktionen echt schnell sind. Ja, ich habe es auch tatsächlich die G-Kräfte diesmal richtig in der Kamera gemerkt, weil die Kamera auf einmal so schwer wurde in den Kurven. Also da ist mir wirklich aktiv aufgefallen, so Kamera wird schwer. Dabei ist schon leichtes Objektiv drauf. Ne? Ja, ja. Aber was sagst du? War cool, ne? War geil. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich persönlich muss ja immer sagen, ich genieße das Fahren in solchen Autos viel mehr als in dem X-Bow. Weil der X-Bow ist halt eine Waffe, der ist schnell, der hat keinerlei Helferlein. Das heißt, man lernt richtig auf dem Auto zu fahren, aber man kann es nicht genießen immer, finde ich. Ja, man muss halt richtig arbeiten da drin. Ne? Ich meine mit genießen mehr, man hat keinen Klang vom Auspuff, man hat keinen Klang vom Motor, man hat nicht so dieses Schalten, man hat nicht so dieses volles Ballett auf der Bremse gehen, weil ja. ABS und so. Deswegen ist sowas für mich immer wirklich Auto genießen auf der Rennstrecke und X-Bow ist halt wirklich immer Arbeit, Knüppeln und so weiter. Ja. Ich würde sagen, ihr kriegt ja zum Abschluss noch ein kleines Pörnchen. Das hat sich der Ferrari definitiv verdient. Und dann gucken wir mal, mit welchem Auto wir uns als nächstes auf der Rennstrecke sehen. Jawohl. Ciao. Ciao.